Herzlich willkommen beim Brugger Stadtball 2019. Es ist das Ballereignis mit vielen Highlights, wie uns Organisatorin Andrea Winkelmeier verraten konnte. Wie man schon im Hintergrund hört, spielen Jazz Lounge Quartett. Dann kommt die offizielle Eröffnung mit den Schülerinnen und Schülern der AHS Bruckmoor, wo rund 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer tanzen werden. Im Anschluss, wie bekannt, das Josef Haydn Orchester mit rund 45 Musikerinnen und Musikern. Dann gibt es die Verlosung, eine Mitternachtseinlage, die Coconuts oben und die Volkspopper unten, die tolle Musik spielen. Und sie hat auch ein wirksames Rezept für Antitänzer. Das dritte Mal schon habe ich die Allround-Tänzer für alle Damen, die einen Partner mitbringen, der nicht gerne tanzt oder alleine kommen. Für Tanzgarantie ist gesorgt den ganzen Abend. Das ist wirklich ein wunderschönes Treffen, einmal im Jahr, immer im Jänner, von der SPÖ organisiert, von der Andrea Winkelmeier durchgeplant. Also wir treffen uns alle, wir verbringen einen wunderschönen Abend miteinander und das ist, glaube ich, ein wirkliches gesellschaftlicher Höhepunkt des Jahres. Der Brugger Stadtball ist der schönste Ball im Bruck meines Erachtens. Er ist immer wieder unglaublich lustig und amüsant und ich glaube, seitdem es den gibt, war ich bis jetzt jedes Mal da. Sie sind heute in einer ganz besonderen Tracht gekommen? Ja, das ist die Bergmannstracht. Ich bin Ehrenbergmann schon längere Zeit und manchmal muss man die Tracht auch ausführen. Der Brugger Stadtball hat eine ganz besondere Bedeutung. Es ist eine ganz wichtige Veranstaltung bei uns in der Region, nicht nur in der Stadt Brugg an der Mur. Und die Ballsaison wird mit diesem Brugger Stadtball passend eingeleitet. Daher freue ich mich schon auf eine sehr, sehr stimmungsvolle Veranstaltung. Und sind Sie ein eifriger Tänzer? Ich bin eher ein Turniertänzer. Das heißt, ich tue eher zuschauen beim Tanzen und hole mir dann die eine oder andere Anregung. Ich habe heute die ehrenvolle Aufgabe, zum Glück einfach einmal nur Gast zu sein und kann den Abend so in vollen Zügen genießen. Die Andrea Winkelmeier, die Ballorganisatorin, ist mittlerweile schon eine liebe Freundin von mir und hat mich eingeladen. Diese Einladung habe ich natürlich nicht abschlagen können. Und wird man Sie heute öfters auf dem Tanzparkett antreffen? Naja, wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich einer, der auf Balance und Score so gerne tanzt, weil ich das ohne dies den ganzen Tag mache. Aber zu diesem wunderbaren Live-Orchester, zum Haydn-Orchester, da werde ich eine Ausnahme machen und auch ein bisschen privat einmal das Tanzbein schwingen, was ich sonst nicht oft tue. Mit dem Donauwalzer war die Tanzfläche für alle eröffnet. Was wird das Haydn-Orchester den Gästen musikalisch servieren? Naja, selbstverständlich die Standards. Mit Orchester ist Wiener Walzer, Wiener Polka, ein paar Märsche haben wir auch dabei im Wiener Stil. Dann haben wir natürlich auch lateinamerikanische Musik, wir haben Samba, Cha-Cha, alles mit großem Orchester. Also alles, was das Herz begehrt und was den Tanzwein beschwingt sozusagen. Einen Stock tiefer. Einen wunderschönen Abend, sehr verehrte Ballgäste. Wir möchten euch hier herzlich begrüßen beim Stadtball in Bruck. Hinter mir der Schan am E-Bass, der Patrick Neuer am Schlagzeug und ganz hinten mein Bruderherz, der Hansi an der Gitarre, meine Wenigkeit, der Dominik und wir sind die Musikgruppe Volkspop. Da bin ich her und ich mag das Gefühl, dass ich da daheim bin, immer mehr. Es ist wirklich der schönste Ball in der Obersteiermark mit dem allerbesten, mit allerbesten Tanzmusik. Das Haydn-Orchester macht perfekte Tanzmusik und wir lieben es zu tanzen.